Dann erkunden wir. Na, gehst du wieder? Ja, ich gehe wieder fotografieren. Hör auf mich anzulabern. Bevor du aufbrichst, möchte ich dir noch eine weitere Funktion der Forschungskamera erklären. Die Scan-Funktion. Ah, okay, danke. Die brauche ich, glaube ich. Die hat Carlos auch häufiger benutzt, das weiß ich. Damit kannst du deine Umgebung untersuchen. Okay. So erhältst du Informationen zu Pokémon und ungewöhnlichen Dingen in deiner Nähe. So wirst du mir nicht angezeigt. Vielleicht, weil ich noch nichts hochgeladen habe. Das kann möglich sein. Ich habe zwar schon einmal gefragt, aber was ist mit ungewöhnlichen Dingen gemeint? Nun, einfach gesagt, handelt es sich dabei um Dinge, die nach Ansicht des Systems interessant sein könnten. Okay. Das erklärt irgendwie gar nichts. Ja, das ist wahr. Man muss es einfach mal ausprobieren. Rita, könntest du Aki wieder die einzelnen Schritte erklären? Hi. Wird erledigt, dann zück mal deine Kamera. Aber natürlich. Ja, das ist mir klar. Warum sieht die Switch dort so cool aus, aber hier nicht? Also in Wirklichkeit nicht. Die Scan-Funktion zu benutzen ist ein Kinderspiel. Drücke einfach nur X. Versuch's mal, okay. Ja. Okay. Alles klärchen. Den Namen Neo One sollte sich ein Freund des Professors ausgedacht haben. Das war einfach, oder? Taucht unten am Bildschirm die Symbole aus, gibt es in der Nähe was zu untersuchen. Okay. Das ist cool. Eine coole Sache solltest du... Okay. Oh! Okay, das ist cool. Alles klar. Dankeschön. Dankeschön, Girl. Danke, Rita. Ja, danke. Durch die Scan-Funktion kannst du alles Mögliche in Erfahrung bringen. Also setz sie oft ein. Mach ich. Erkunden. Nochmal. Let's go. Mach erstmal tagsüber im Naturpark ganz viele Fotos von... Ich wollte auch mal eine andere Strecke fahren. Das ist fies. Jo, da wurde es mir sogar erklärt, wie ich es speichern kann. Ein Moin. Selbst herausgefunden. Euch habe ich alle schon. Ah! Nein! Nein, komm wieder her! Ich bin... Okay, wisst ihr was? Ich bin versucht, die Strecke neu zu starten, nur wegen diesem Pokémon. Es muss nochmal in die Kamera schauen. Zusammen mit Pichu. Das wäre das perfekte Bild gewesen. Ich sag's euch. Yes! Oh. Cool. Nein, schlaf weiter. Boah, bist du... Ist das dein verdammter Ernst? Gibt's irgendwas zu... Nein? Schade, dachte. Jo! Die habe ich ja vorhin gar nicht gesehen. Cool. Cool, dass es die auch noch gibt. Mhm, mhm. Gibt's hier unten im Fluss vielleicht noch was? Nö. Dachte. Oh, schade. Aha!
Ui, cool. Ja, aber safe war das Work eines Pokémons. Ahem. Und eine Kristallblume, alles klar. Hallöchen, Mimi. Was geht, was geht? Naja. Oh Gott. Meine Güte. Ja, es trinkt, es trinkt. Es hat etwas getan. Sehr schön. Nein, mach nochmal einen Platscher. Ah! Komm schon. Mach nochmal einen Platscher. Bitte. Dann halt nicht. Tse. Oh, was? Wo? Wo denn? Hä, wo? Ach, da oben! Nein! Da ist ein Huhut! Huthut! Huhut! Huthut! Okay, Huthut. Never mind. Schade, ich konnte kein X mehr drücken. Mist. Cool. Hi. Hi, Brudi. Na? Der ist ja fotogen, Alter. Ja, ich weiß, dass die Erkundung gleich vorbei ist. No shit, Sherlock, Alter. Kannst du... Könnten Sie bitte zur Kamera glotzen? Hallo. Brudi. Was ist denn mit dir? Ach, da nicht. Jetzt vielleicht. Tse. Jetzt ist denn mit euch? So. 8 Pokémon fotografiert. Da wollen wir doch mal gucken hier, ne? Also ich weiß nicht, was ist denn hier besser? Ich finde das hier gut. Da gucken wir jetzt beide in die Kamera. Zwar total erschrocken, aber da... Ach so, nein, 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 nein. Nummer 2 habe ich ja schon. Also so ein... Dingens. So ein Zwei-Sternen-Ding. Klar, wo ist denn das hier? Wow. Na komm, nimm mal das. Toll, und ich dachte, ich kriege hier jetzt so ein Zwei-Sternen-Ding. Aber tatsächlich finde ich das hier besser als das andere. Mal schauen. Ein Huhut. Nee, Huthut. Nicht Huhut. Huthut. Wow, nehmen wir das. So, na gut. Nee. Ja, Mann. Das da. Perfekt. Ja. Weiter geht's. Falls ihr irgendwas knacken gehört habt, das waren meine Finger. Dann wollen wir mal sehen, was du diesmal für mich hast. Aber natürlich.
Das ist ein perfektes Bild, Alter. Das finde ich super. Ja, ein Chimpi mit seinem Kumpel, dem Pichu. Ja, also bitte. Perfekt. Dankeschön. Dodri. Chimpipchu. Chimpipchu. Okay, okay. Chippst du die beiden jetzt zusammen oder was? Nein. Nehmen wir das hier weiterhin. Juhu. Huhut. Nee, Huthut. Mann. Huthut, nicht Huhut. Wie komme ich denn auf Huhut? Wie kann das andere mehr haben? Dann nehmen wir das. Der hat voll in die Kamera geglotzt. Man hat ihn voll gut erkannt. Also bitte. Punkte für diese Erkundung hat er. Ich dachte schon, ich schwer bleibt bei null. Das hat zu lange gebraucht, deswegen. Juhu! Übrigens, da es mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein, okay? Meine Güte. So, das da wird auf jeden Fall gespeichert. Das ist voll süß. das da auch. Haben wir sonst noch irgendwas Gutes? Oh ja, Schwalbini. Perfekt. Sei gespannt! Ja, ich bin so gespannt! Oh mein Gott! Du scheinst ein Talent fürs Fotografieren zu haben. Ah, dankeschön, danke. Danke, Anke. Ich glaube, es wird Zeit, dass du dir den Naturpark mal bei Nacht anschaust. Ja! In Lentil trifft man manchmal ein besonderes Leuchten auf, das wir Lumina-Phänomen nennen. Okay. Du hast herausgefunden, wie es dazu kommt. Stimmt's, Professor? Ja, aber ich habe bisher nur den Prozess wissenschaftlich erklärt. Das Ziel meiner Forschung ist die Entdeckung der Pokémon, die in der Legende vorkommen. Meinst du die Lumina-Pokémon? Ich dachte, die wären nur erfunden. Ja. Nein, es gibt sie wirklich. Du hast doch die Fotos in den Lentil-Chroniken von Captain Vince gesehen, oder? Auf denen kann man aber kaum was erkennen. Außerdem sind die schon 100 Jahre alt. Nun ja, das können wir ein andermal besprechen, okay? Dir erstmal viel Spaß bei einer nächtlichen Expedition. Dankeschön. Hast du, okay? Gut, dann mal bei Nacht. Let's go. Bei Nacht. Let's go. Creepes Lachen, creepes Grinsen. Juhu! Okay. Überleg mal, eigentlich streame ich erst seit 20 Minuten, ne? Eigentlich. Die meiste Zeit mache ich das immer so, aber naja. Heute mal früher. Hopplo. Oh mein Gott. Schade, dachte. Das wäre voll cool gewesen. Ja. Da ist doch gerade wieder hingerannt. Süß. Okay.
Alter. Ho! Tangloss! Tangloss. Ich würde gerne ein Foto von dir, Kannst du bitte zu mir gucken? Yes! Das war Robby. Cool. Naja, nevermind. Was? Oh mein Gott. Huch, nein! Was? Okay, ein Pinsir. Alles klärchen. Nein, ich will hier X. Danke. Pinsir. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott, Cetera! Nein, ich wollte so. Danke. Gottes Willen. Wo kommt denn Cheteras her? Die waren doch vorhin nicht da. Dieses Hoplo verfolgt mich, ich sag's euch. Das ist eigentlich voll fotogen, will aber noch nicht fotografiert werden. Nee, ich... Oh, ich wollte... Danke. Ist da was? Nein, da ist nichts. Okay. Ich höre da doch Schritte. Ach nee, kein Schritt. Das war... Ah, okay. Ist das ein Tauboss? Das ist ein Tauboss. Ich möchte das Tauboss fotografieren. Ah! Es ist zu schnell. Mist. Ja, ich hab's noch. Kramurks, okay. Nein, wie niedlich. Wie niedlich ist das denn? Oh mein Gott. Das brauche ich. Das ist... Oh, ist das süß. Oh, sie kuscheln. Das ist so süß. Okay. Jo, noch ein Pinsir. Was geht? Komm, guck zu mir. Dann halt nett. Ich höre doch hier einen Huhut. Da oben ist ein Huhut. Wieso sieht's einfach so null? Shit. Oh, jau. Hallöchen. Was für? Wo denn? Dann halt nicht. Was suchen die denn jetzt hier? Brudi. Einfach fliegende Waben hier, Alter. Ja, ich weiß. Ich kenne die Pokémon sogar noch. Glaube ich. Ja, ich kenne die sogar noch. Energieanstieg? Okay. Das ist das niedlichste Foto, was ich am Schluss gemacht habe überhaupt. Ich sag's euch. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich bin doch hoffentlich noch. Lücken muss noch meine Schulaufgaben hochladen. Uff. Ach du heilige, Schulaufgaben hochladen. Um Gottes Willen. So, es gibt einiges, worüber wir reden müssen. Alles klar. Okay, ich würde gerne das hier hochladen. Plus noch das hier. Kann ich nur eins jedes Mal hochladen? Das ist ja mal voll belastend. Kann ich nur eins jedes Mal hochladen? Egal welche Sterne, das ist belastend. Aber wenn, dann würde ich, glaube ich, das hier hochladen. Statt das Zwei-Sterne-Ding. Obwohl das Ein-Sterne-Ding ist halt nur so eine Standardpose, ne? Ich nehme das Zwei-Sterne-Ding. Nein, das Zwei-Sterne-Ding. Meine Güte. Dann nehmen wir das. Tangloss, na super. Das hat sich ja gelohnt bei dem. Okay, das Pinsir, das würde ich dann ehrlich gesagt eher, naja, nehmen wir das. Mhm, Cetera.
Komm, nimm mal das. Das ist süß. Nimm mal das. Huhut. Alter, vor der hätte ich in der Nacht so hardcore Angst. Oh mein Gott. Ja. Okay. Nee, da will ich kein neues. Ein Taubos. Ja, super. Taubos hat sich auch richtig gelohnt hier, ne? Ja, ich möchte trotzdem fortfahren. Okay, mal richtig hinsetzen. Ich habe voll die guten Fotos geschossen, aber auch voll die komischen, doofen. Gar süß. Ich mag das Bild. Nicht so schlecht. Aha, okay. Das ist eine gute Punktzahl. Das ist toll. Ja. Das ist... Wow, das ist halt doch so viel. Wow. Eine Raupi. Okay, das geht auf jeden Fall besser. Pinsir, das gerade aus der Erde guckt, ey. Shellterra. Was kuschelt mit anderen Pokémon? Das ist so süß. Ah. Ganz weit hinten Taubos. Die Aufnahme von ihm ist gelungen. Nee, eigentlich ja nicht so. Sag ich ja. Schlechteste Aufnahme überhaupt. Ein Kramux, okay. Das sieht man einfach so null, aber okay. Sehr viel besser. Nee, ich nehme das da. Sehr viel besser. Batribi. War's das? Okay, das war's. Aber sehr viele Punkte gemacht hier, glaube ich, oder? Also bitte. Ja, moin. Du hast bei der Erkundung der Strecke auch zu dieser Uhrzeit tolle Arbeit geleistet. Mach weiter so. Mach ich, definitiv. Dankeschön. Dankeschön. Übrigens, da es mit deiner Erkundung gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten. Ja, okay. Alles klärchen. Aber erstmal möchte ich hier im Album speichern, also bitte, ne? Speichern. Speichern. Das da hätte ich gern. Das da ist auch toll. Wenn, dann hätte ich hier schon ganz viele, ne? Also bitte. Da ist das süß. Okay, perfekt. Zum Basiscamp. Sie liebt Professor Mirror und unterstützt. Achso, sie liebt Pokémon. Wow, super. Ich verlese mich erstmal volle Elle. Wow, interessant. Okay. Ich habe erstmal die Liebprofessor Mirror verstanden, ne? Wow. Schau dir das an. Okay. Wow. So viel Rot auf der Karte. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst. Da muss ich mir jetzt erstmal ganz kurz neuen O-Saft einschütten. Also bitte. Wenn schon, denn schon, ne? Mein O-Saft ist leer. Nein! Super. Na toll. Jetzt ist mein O-Saft leer. Noch so ein bisschen rausbekommen. Als du dich der Blumenwiese genährt hast, da habe ich einen gewaltigen Energieanstieg gemessen. So still. Und die Quelle dieser Energie hat sich bewegt, wenn auch nur ein kleines bisschen. Das heißt,
Das war ein Lumina-Pokémon. Ich kann es noch nicht mit Gewissheit sagen, aber ich denke schon. Okay, okay. Dafür, dass wir vor ungefähr 15 Minuten noch gesagt haben, hey, die Pokémon gibt es gar nicht. Das war vor über 100 Jahren, als das ja gesagt wurde, ne? Wow, sehr schnelle Fortschritte hier. Wieso ist das jetzt auf einmal aufgetaucht? Hast du irgendwas Besonderes gemacht? Ich bin gefahren und habe Pokémon fotografiert. Wow. Das habe ich mich auch gefragt. Es ist bestimmt nicht nur durch Zufall aufgetaucht. Ich habe Pokémon fotografiert. Wow. Daher wäre es am besten, wenn du dir den Ort der Energiequelle mal genauer ansiehst. Was? Ich will auch mit. Wir zwei werden das Ganze auf dem Bildschirm mitverfolgen, Rita. Oh, wie fies. Brich bitte auf, wenn du bereit bist. Aber natürlich mache ich das. Definitiv. Dann wollen wir mal. Let's go. Ich bin irgendwie ein bisschen süchtig geworden. Ahem. Ja, Mann. Let's go. Juhu. Ibims zurück. Alles klärchen. Hallöchen, Mimi. Willkommen zurück. Das Signal kam von dort drüben. Könntest du dich ein bisschen umsehen, aber natürlich. What the heck? Oh, okay. Das ist wow. I'm sorry. Darf ich es fotografieren? Ich will es fotografieren. Zu die Kamera. Ich bin völlig fasziniert. Das ist so schön, oh mein Gott. Ich möchte es als Haustier haben, dankeschön. Da Gott, ist das schön. Ja, genau, jetzt einmal von vorne. Zeig dich von deiner Schokoladenseite, Kumpel. Ja, ja, okay. Das zeigt sich gerade übrigens von seiner Schokoladenseite. Das kann ich jetzt leider gar nicht sehen. Schau in die Kamera. Oh Gott, schau nochmal in die Kamera. Oh mein Gott. Mist. Und weg ist es. Ich habe 10 Milliarden Bilder gemacht. Okay. Warte, war der echt Lavados? Alter! Captain Strange, bitte hör auf, hier alle zu verarschen. Dankeschön. Ich dachte halt echt, da war Lavados, also bitte. Es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte, aber gehen wir erstmal zur Bewertung über. Aber definitiv. Welches der 10 Milliarden Bilder benutze ich denn jetzt? Als ob die nicht funktionieren, wo es schön sein Popelstein nennt. Mann. Das ist zwar schön, aber... I don't know. Also wir nehmen auf jeden Fall ein 2-Sterne-Ding. Nein. Nein.
Oh, das ist schön. Okay. Nee. Ach du Heck, ich bin jetzt schon wieder verwirrt. Das da ist schön, das nehmen wir. Ja doch, ja, das nehmen wir. Let's go. Yes. 11 und 12 sind ganz nice. Oh, upsie. Ich habe jetzt einfach das genommen. Das ist voll schön, okay? Na? 5000! Wow! Sexy! Das ist wow! Das ist krass! Juhu! Was zum Polaroid-Drucker? Ich glaube, ein ähnliches hatte ich auch genommen. Das ist aber auch hübsch. Also bitte. Spitzenfoto. Großartige Pose. Sanfte Mysterium. Okay, Cartoon. Alles klar. Berichten. Ja. Genau. Ich möchte jetzt erstmal bitte meine Fotos hier. Danke. Also sorry, aber das da nehme ich auf jeden Fall. Also ja, ne? Das da hätte ich gern. Das da ist auch ganz schön. Ja. Ja, das war's. Das ist aber auch ein hübsches Pokémon. Also bitte. Im Lentilapor für auch bekannt als Basiscamp. Gehen verschiedene Pokémon ein und aus Bisspark und oh doch. Toll. Wer soll denn das alles lesen? Hallöchen Luma, yeah. Ich nenne dich einfach Luma. Hallöchen Luma. Hallöchen Pia, na? Was geht? Was geht? So. Ah, du bist zurück. Und was sagst du? War es nicht wunderschön und wahnsinnig groß und hat es etwas gesagt? Rita. Tief durchatmen, Rita. Eine Frage nach der anderen. Du hast gut reden. Du warst doch selbst total aus dem Häuschen. Dieses Megani war ohne Zweifel ein Lumina-Pokémon, genau wie in der Legende. Nicht viel, alles klar schon. Wie war das nochmal mit der Legende? Die Lumina-Pokémon haben vor langer Zeit mit Lentil vor einer riesigen Katastrophe bewahrt oder so ähnlich. Okay, ganz genau, alles klar schon. Die Lumina-Pokémon sollen eine Musterung gehabt und ein besonderes Licht ausgestrahlt haben. Ja. Genau wie dieses Ja, okay. Du sagst das alles, Klärchen. Ich bin davon überzeugt, dass die Ereignisse aus der Legende tatsächlich stattgefunden haben. Der Schlüssel zu meinen Forschungen liegt darin, herauszufinden, was damals wirklich geschehen ist. Ach ja, Professor, gab es nicht noch etwas, das du ansprechen wolltest? Es ist schon spät. Sie kann das bis morgen warten. Oh, um Gottes Willen, ist der jetzt müde oder was? Der war den ganzen Tag nur im Labor, weißt du? Der hat nicht mal was erkundet. Und der ist müde. Was soll ich denn sagen, Alter? Ist mein Name echt zu schwer, den sprechen irgendwie 80% der Leute falsch aus. Ist doch die Story aus Pokémon Uranium. Ich habe keinen blassen Palm. Ich habe das gespielt, das war ein kaputtes Kernkraftwerk. Was? Was? Aber ja, Lumaya? Spreche ich das richtig aus? Oder kann ich dich einfach Luma nennen? Ich bin irgendwie schlecht im Namen aussprechen, es tut mir leid. Guten Morgen, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich habe geschlafen wie ein Stein, ne? Also, ich habe ja gestern noch was gemacht und nicht nur im Labor gehockt.
Wie Rita bereits erwähnt hatte, war ich gerade dabei, meine Forschungen auszuweiten. Alles war schon vorbereitet, um mit der Erkundung der ganzen Lente-Region anzufangen. Und dann kamst du und hast ein Lumina-Pokémon entdeckt. Ja, wow! Da gab es Uran-Pokémon. Was? Was? Wow. Das wusste ich nicht. Das kenne ich auch gar nicht. Denkst du, da gibt es einen Zusammenhang? Uranium, was? Das ist schwer zu sagen. Ich habe jedoch das Gefühl, dass uns interessante Dinge widerfahren werden, wenn du mit von der Partie bist. Ja, danke. Meinst du? Ja, aber... wir werden sehen. Ist so ein Fangame. Ah, okay. Ja, ich habe mal ein Fanmade-Pokémon-Game gezockt, aber das wurde irgendwie verboten oder so, keine Ahnung. Das war so ein Online-Pokémon-Spiel auf dem PC. Das habe ich ganz kurz angefangen zu zocken und dann, ja, konnte ich es irgendwie nächsten Tag nicht mehr starten. Einfach wie der Nachname Meier und am Anfang Lou. Lou Meier! Kannst dich aber auch Lou oder Luma nennen. Lou Meier. Lou Meier. Einfach nur Lou Meier. Oh, okay, Lou Meier. Alles klar. Jetzt hab ich's. So, manchmal drückst du dich echt wahnsinnig unklar aus. Aber ich denke, das ist eine gute Idee. Je mehr wir sind, desto lustiger wird es. So sieht's aus. Möchtest du offiziell unserem Forschungsteam beitreten? Darf ich jetzt auswählen, ob ja oder nein? Oder entscheiden die das einfach? Aber natürlich entscheiden die das einfach. Wow. Ich darf ja nicht mehr entscheiden, Kumpel. Dann machen wir es mit diesem Mitgliedsabzeichen offiziell. Das will ich gar nicht haben. Lass das. Ah, es sieht hässlich aus. Sorry. Nein, es sieht schön aus. Natürlich. Definitiv. Es steht dir wirklich gut, dankeschön. Ach stimmt, die haben auch eins. Und jetzt lasst uns gleich zu unserem nächsten Abenteuer aufbrechen. Ich bremse deinen Enthusiasmus nur ungern, aber ich kann das nicht aussprechen. Ich muss erst noch ein paar Dinge erledigen. Wow. Geduldet euch noch ein klein wenig, es wird das Warten wert sein, versprochen. Alles Genauere werde ich erklären, wenn ihr zu eurer nächsten Erkundungstour aufbrecht. Okay. War mir zu anstrengend, das jedes Mal zu machen, ist wie damals mit dem Fahrradfahren. Ich sag nein. Ich sag doch jedes Mal, wenn wir Pokémon Let's Go spielen, Eich ist ein kleiner Stalker. Woher will der wissen, dass ich auf dem Meer versuchen möchte, Fahrrad zu fahren? Und warum verbietet er mir das? Das ist nicht meine Mama. Also bitte. So, echt.